Ja, Nintendo Switch. Und gelber Bildschirm. Was werde ich hier spielen? Okay, ihr habt den Titel sowieso schon gelesen. Oder ist ein Thumbnail erkannt? Wir spielen, also ich teste. Oh Gott, bitte wähle deine Sprache. Also erstmal ja. Okay. Sieht richtig cool. Oh lol, sieht richtig cool aus. Deutsch. Möchtest du auf Deutsch spielen und kannst die Sprache später nicht mehr ändern? Ja. Okay. Also ja, wir testen Pokémon Quest. Falls es mir sehr gefällt, mache ich vielleicht sogar mal ein LP draus und fuck, ist der Ton laut. Oh Gott. Ich befinde mich auf dem Weg zu einer kleinen Insel, die erst vor kurzem entdeckt wurde. Kubo Island. Auf der Insel gibt es Spuren einer alten Zivilisation. Unzählige wertvolle Schätze sollen dort zu finden sein. Oh Gott. So. Ich hoffe, jetzt ist es nicht zu. Obwohl. So vielleicht? Nicht, dass es zu leise ist. Okay. Mein erklärtes Ziel ist es, Kuba Island gründlich zu erkunden, diese herrlichen Chats aufzuspüren. Also bisher sieht es für mich richtig gut aus. Bald werde ich vor der Insel anlegen. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was alles dort verborgen liegt, um von mir entdeckt zu werden. Der Stil ist richtig, finde ich, richtig wie dieses Ultra, wie dieses Spiel, wie heißt es? Oh Gott, das sieht richtig gut aus. Dieses Spiel, das Handyspiel. Pokémon Quest! Tip, tip. Klick, klick, klick. wie heißt das? Crossy Road oder so, wo man so über eine Straße laufen muss. Irgendwie so. Das kennt sicherlich einige von euch. Berühre den Bildschirm. Ich kann noch die Switch rausnehmen und drauf tippen, aber ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck. So, entschuldigt, wenn ich vielleicht eins von 300 Pokémons kenne. Das Staupsi, da drin liegst. Und das Mauzi und ich kenne nur. Oh Gott. Das einzige Pokémon-Spiel, was ich bisher hatte, statt Ruhen zu Schatzrund genommen, die kleine Störung zu haben. Das einzige Pokémon-Spiel, was ich bisher hatte, hier Raupi und Taubsi und da habe ich vergessen, wie der hier heißt. Ratzfratz oder nee, die Weiterentwicklung. Keine Ahnung. Pokébi, was ist los? Das Problem ist, dass. Tut, tut, oh Gott. Das einzige Pokémon-Spiel, was ich hatte, war Pokémon Go, wie so ziemlich viele Leute. Also, nicht, dass ziemlich viele Leute sonst kein anderes Pokémon-Spiel hatten, aber die meisten hatten. Also, viele hatten Pokémon Go. Und das hatte ich auch, keine Ahnung. Ich muss sagen, so von der Hauptreihe bin ich jetzt nicht so der Pokémon-Fan. Aber, mal sehen, was dieses Spiel so zu bringen hat. Die Einstellungen wurden zurückgesetzt. Bitte den Namen des Besitzers eingeben. Es darf maximal 12 Zeichen lang sein. 12 Zeichen? Meint, ich komme dann mit Mr. Snow hin. Wir werden es testen. MISTER. Oh Gott. Ha. Ihr dürft jetzt live zugucken. Ist das nicht spannend? Unglaublich, gell? Ich bin ganz eurer Meinung. Und Spannung. Spannung pur. So, und Mr. Snow. Yep. 12 Zeichen zur Verfügung. Ja. Mein Name ist Mr. Schleswig. Guten Morgen, Mr. Snow. Aktuelle Nachrichten werden empfangen. Nicht nötig, Pokébi. Ah, das sag ich. Okay, nicht nötig, Pokébi. Die Erkundung dieser Insel ist momentan wichtiger. Kundschaftest du bitte die Umgebung aus? Auftrag angenommen. Kuba Island wird ausgekundschaftet. Es liegen keine Daten zu dieser Insel vor. Wir sind auf externe Hilfe angewiesen. Wir sind auf externe. Okay. Interessant. Pokémon findet viele Insel heimisch sind. Sie sollten sich hier auskennen. Oh Gott, nein, das sagt ja Pokémon. Wir sollten uns mit ihnen anfreunden. Vielleicht helfen sie uns dann, uns zurechtzufinden. Ich weiß immer noch nicht, was er für eine Stimme hat. Egal. Aber verstehe, das klingt gut. Machen wir es so. Das Pokémon, mit dem du dich anfreunden möchtest, ihm das berührst. Ich weiß nur, dass ich Ding immer genommen habe bei. Hier. Wie heißt du? Ich habe Namen von dir vergessen. Bei Pokémon Go. Nein, Shigi nämlich nicht. Pikachu nämlich auch nicht. Ist es Glurak oder. Soll ich Evoli nehmen? Oh, süßer kleiner Drache. Oh Gott. Evoli oder Glurak? Ich nehme Evoli. Das sieht süßer aus. Evoli, fein am Auto ausgebrannt. Ausbalancierte Evoli, dass dein Gegner Trickerchen an der Nase rumführt. Ja. Bisher gefällt mir das Spiel richtig. Das Spiel ist übrigens kostenlos, falls euch gefallen hat. Du hast dich mit Evoli angefreundet. Könnt ihr es euch natürlich danach auch gerne runterladen auf der Switch. Kostenloses Spiel. Vorbereitung abgeschlossen. Mr. Snow, beginnen wir mit dem Auskundschaften.
Ja, wie gesagt, kostenloses Spiel. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut oder ich bin nicht zu laut im Vergleich zum Ton. Keiner. Oh, doch, doch. Oh, fuck. Ich bin ganz zu laut. Aber okay, was? Pokémon noch was? Ich mach den Ton mal wieder ein bisschen lauter für euch. Oh Gott, nein, nicht so laut. Du willst live dabei sein. Ist das nicht unglaublich spannend? Okay, Pokémon laufen von selbst auf Gegner zu und geraten sie an. Schließen. Okay. Oh, Battle. Evoli. Mach Ratzfratz oder was ist das fertig? Super, Angriffswelle überstanden. Alter, Spiel sieht aber geil aus. Pokémon gesichtet. Pokémon beherrschen Attacken. Berühre das Symbol eine Attacke, um sie einzusetzen. Schließen, okay. Bodycheck oder Dreschflegel. Bodycheck. Okay. Ich muss warten. Dreschflegel. Weggenatzt. Kann ich auch irgendwie steuern, wohin du gehst? Nö, du bewegst dich. Pokémon gesichtet. Ey, Spiel. Allein nicht automatisch. Automatisch ist blöd. Wir geben dir Bodycheck. Boom. Angriffswelle überstanden. Wohin? Wieso läuft der von selbst rum? Was ist das? Mir wird nichts erklärt. Okay, egal. Ratzfratz. Komm. Bodycheck. Entschuldigung, ich kann nichts machen. Boom, Evoli, komm. Und nochmal Bodycheck. Und das war ein Ratzfratz. Easy. Stufe abgeschlossen. Bericht. Evoli. Level 2 und Herz. Oh Gott, Kraftsteine und irgendein Anzug. P-Steine sind wichtige Items, die Pokémon stärker machen. Je weiter du bei den Stufen kommst, desto stärker werden auch die P-Steine, die du dort finden kannst. Ich weiß, dass es ziemlich viele Inhalte für Spiele zu kaufen gibt. Wahrscheinlich ist es halt so typisch Free-to-Play, dass du dann am Ende, um gut weiterzukommen, was kaufen musst. Aber gut. Ich würde sagen, das ist vorerst genug. Lass uns die Erkundung fürs Erste beenden. Ich brauche einen Ort, an dem ich meine Basis errichten kann. Mit Basis? Darf ich mir selber richten? Okay. Oh, da haben wir eine passende Lichtung. Lass uns hier unsere Basis aufbauen. Evoli hüpft da schon schön rum. Ach übrigens, wir haben ja vorhin diesen seltsamen Stein gefunden, ob er wohl irgendeinem Zweck dient. Als Mr. Sonnenstein hervorholt, beginnt der Körper des Pokémon zu leuchten. Gib den bei der Kundung gefundenen P-Stein deinen neuen Pokémon-Freund. Schließen. Evoli? Das Spiel sieht bisher total cool aus. Wir haben letztes mysteriöse Anhänger, die von den Pokémon auf Kuba Island getragen werden. Wenn du einen P-Stein in Fassung eines P-Amulett, keine Ahnung, einsetzt, kannst du durch den KP oder Angriffswert des Pokémon erhöhen. Okay, das heißt, ich nehme dieses Ding. Okay, das heißt, ich nehme das Ding und setze es hier hin. Okay. Über die Ewigstein-Schaltfläche kannst du einem Pokémon einen Ewigstein geben, der dessen Entwicklung verhindert. Ja, und wo ist die Ewigstein noch was? Was ist verteilen? Was? Nein, recyceln möchte ich definitiv. Nee. Es wird mir nicht viel erklärt. Es wird erklärt, aber es wird nicht viel. Es scheint das Pokémon Stärke gewonnen. Legen wir doch gleich mit einer Erkundung los. Inselerkundung. Okay. Berühre ein Gebiet, um es zu erkunden. Das Ziel des Spiels ist, die Insel immer wieder zu erkunden und die hier schlummernden Schätze zu finden. Gott, ich finde Spiele bisher richtig cool. Also wirklich. Und richtig cool meine ich richtig cool. Anfangswiese. Und bräuchte wahrscheinlich so Punkte für. Ich habe 254. Und mit 650 kann ich in 1-2. Okay. Dann auf in 1-1. Ich kann dich aber nicht steuern, oder? Also. So gesehen. Off. Alles klar. Komm, muss mal selber. Pff, die sterben schon selber. Was ist das hier? Ah, damit kann ich fliehen, oder was? Bodycheck! Komm! Ah, ja, gut, okay. Ja, machen wir nochmal Bodycheck und natzen dich so weg. Angriffswelle überstanden, okay. Pokémon gesichtet. Was ist das hier? Wahrscheinlich muss ich so eine bestimmte Anzahl an Pokémon wegnatzen. Kann es sein?
Mehr Pokémon gesichtet. Warte, macht eins davon Flächenschaden. Ich will es mal ausprobieren. Kannst du Flächenschaden machen? Gut, okay, die machen ja beide, so gesehen. Gut. Ich sterbe schon von selbst. Okay, mehr Pokémon gesichtet. Hau ich alle weg. Gut, die anderen greift es dann ganz normal an, aber die werden ja auch einfach verdecken daran. Das ist Mauzi. Mauzi. Starkes Pokémon gesichtet. Bodycheck. Oh. Nein. Gib mir. Okay, warte, das macht 216 Schaden und das. Das ist wahrscheinlich für mehrere Gegner das Rechte. 216, wie viel? Das macht 320. Also ich würde sagen, Bodycheck ist vor allem gegen einen Gegner gut und Dreschflügel gegen mehrere. Jetzt mal meine Vermutung. Stufe abgeschlossen. Okay, Anfangswiese. 1-1. Und ich krieg irgendwas Lebenzeug, Pokémon, Pokéball, Herz, Gedöns. Härtestein, KP nach, K.O. Erholung, plus 5%. Und was ist das hier? Wir haben leider eine Pokémon, die du P-Steine sind. Okay, die Bablo. Okay, wir haben einige Zutaten gefunden. Sie eignen sich bestimmt gut zum Kochen. Die Gerichte, die wir daraus zubereiten können, viele verschiedene Pokémon anlocken. Bibibub. Basis. Ich würde sagen, ich spiele so 20, 25 Minuten vielleicht. Zum Kochen ist alles bereit. Benutze die Zutaten, die du auf Google Island findest, um Gerichte für Pokémon zuzubereiten. Falls euch das Spiel gefällt, also falls es euch bisher gefällt, könnt ihr natürlich gerne schon eine positive Bewertung lassen. Aber falls das Spiel gefällt, dann lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Weil dann weiß ich, ob ich mehrere Folgen dazu machen soll oder ob ich es jetzt bei einem Test beruhen lassen soll, weil ich hätte schon Lust auf mehrere. Ich spiele es aber erstmal noch 10 Minuten, dann gucke ich weiter. Wenn du kochst, werden Pokémon, die das Gericht besonders gerne mögen, zu deiner Basis gelockt. Berühre ein Zutat und ziehe sie in den Kochtopf, um sie deinem Gericht hinzuzufügen. Wenn der Kochtopf voll ist, kann es losgehen. Okay, und ihr könnt mir auch gerne Tipps zu Pokémon geben, weil ich absolut keinen Plan von dem Spiel, generell von Pokémon habe. Aber ich denke mal, ich soll das jetzt überall hin tun. Hallo? Und jetzt hat blaues Zeug. Nochmal blaues und wahrscheinlich nochmal blau. Ne, gelbes. Warte, das ist die Aprikoko. Moorbeere und Minipilz. Okay. Zack. Und kochen. Lalala. Komm, wächst Pokémon. Eigentlich fällt es schon dort einige Erkundungen lang. Aber, oder wahrscheinlich kann man sowas dann irgendwie bezahlen. Wenn du PS-Gutschein nutzt, kannst du Gerichte auch sofort. Okay, das ist das vom Spiel. Das ist, ja. Diese Dinger hier. Okay, es dauert jetzt noch 20 Minuten. Und diese Dinger musst du anscheinend benutzen. Ich drück mal. Ist hier doch irgendwas? Nee. Also auf jeden Fall. Ein paar PS-Gutschein, um sie, ja, sofort wegzustellen. Machen wir es einfach mal, damit ihr es seht. Eigentlich bin ich nicht so einer, der sowas macht. Kubo-Suppe, Zutaten, beliebige Zutaten, Pokémon, Leibspeise, viele Pokémon von Kuba Island. Okay. Oi, da sind zwei Pokémon. Okay. Ein Radfratz und ein Taubsi. Okay, freund dich einfach so mit Radfratz an, wieso auch nicht. Du hast dich mit einer Pokémon gefreut. Früher noch mehr Pokémon. Ey, ich mag Taubsi. Mit Taubsi angefreundet. Im Pokédex registriert. Okay. Ja, Taubsi. Voll der Kundungsteam hinzu. Okay, Team. Okay, und dann kann ich wahrscheinlich switchen zwischen den dreien. Okay, das ist dann mein Erkundungsteam. Ach, und das ist dann die Stärke. Die Zahl ist die Stärke. Und wenn ich genug Stärke habe, kann ich ans nächste Level. Verstanden. Und warte, was hat... Hey. Was hat Ding jetzt zu melden schon wieder? Evoli? Evoli, Evoli, Evoli. Was hast du jetzt schon wieder zu melden? Der kocht auf Stelze rein. Das geht doch, bevor du wieder verbunden gehst. Ja. Haben wir gerade eine... Bin ich gerade gestapelt? War der zufällig? Nein, machen wir einfach mal, worauf ich jetzt Bock hätte, wäre. Nein. Aus. Kann ich das auch wieder wegtun? Was ist das? Na gut, schau mal, muss ich es jetzt kochen. Na gut, eigentlich hätte ich es nicht machen wollen, aber gut. Haben die sich echt gestapelt? Gerichte werden fertiggestellt, während du wieder auf Kunde gehst, vergesse ich mein Gericht. Fließen.
Ah, und das ist die Energie. Und wenn die Energie, die muss man nachkaufen. Das ist, wenn man Geld benötigt. Also, ich kann keine anderen Knöpfe benutzen als die auf dir Fall deutet. Also, keine Ahnung. Falls euch gefällt, dann kann ich mehrere Folgen draus machen. Heißt aber jetzt nicht, dass ich dann so ultra viel draus machen werde, weil das natürlich ein Spiel, wo mein Geld ausgeben soll. Gibt sich aus diesem Deck. Ja. Und für die Stufe wird die jeweilige Gegnerstärke gezeigt. Deine Teamstärke sollte sich daran orientieren. Ja. Pokémon, die über den Bonustyp der Stufe verfügen, halten einen Bonustyp im KP und Angriffswert. Ja. Gut, dann kann ich ins nächste reinstarten. So. Okay, Gott. So, was Pokémon gesichtet? Die laufen. Was ich cooler fände, wäre, wenn man da rumlaufen könnte und nicht automatisch rumlaufen. Ja, die haben doch sowieso keine Chance. Ach, ich könnte. Ah, verstehe. Ich könnte bei jedem mal das Zeug einsetzen. Ups. Okay. Heilen die sich auch irgendwie wieder? Evoli? Kannst mal platt machen. Ja, mein Problem hieran ist, dass es sich so komisch hin und her bewegt. Ja, man kann einfach nur die Attacken spammen. Aber das, mein Problem ist ehrlich gesagt, dass ich hier diesen Zeiger da immer so komplett bewegen muss. Aber es wird man sich schon noch dran gewöhnen. Ui, ein Kokuna. Kokuna Matat. Okay. Komm, ihr setzt mal alle eure Fähigkeiten ein und macht dann auch dann den Kokuna aufs Gesicht. Könnt ihr nicht? Dann machst du halt einen Stoß. Bodycheck? Und Energiefokus. So, komm. Ich krieg doch wohl ein einziges Pokémon bei uns zu dritt. Und Stufe abgeschlossen. Gut, wahrscheinlich wären die anderen Glurak und Bisasam und was weiß ich, Pikachu und so alles spannender gewesen als Evoli. Aber gut. Weil die wahrscheinlich viel spannendere Fähigkeiten haben. Aber das könnt ihr dann selbst rausfinden. Ja. Natürlich, also ja. Es gibt die Möglichkeit, auf den Pokémon-Supermarkt zuzugreifen. Dort kannst du sicher Dinge bestellen, die dir bei der Erkundung weiterhelfen. Dann sag mir nochmal, wo der ist. Ah, und da das kostet wahrscheinlich auch wieder echt Geld. Im Pokémon-Supermarkt kannst du alleine zu den kaufen, die bei dir Erkundung weiterhelfen. Dort einzukaufen, kommst du PS-Gutscheine. PS-Gutscheine kannst du dringend weiß ich abstellen durch den Mitgliedsbonus erhalten. Schließen. Ja, okay. Noch 20 Stunden. Und hier seht ihr zugleich Inhalte. Ja, und das kann sich dann alles zusätzlich kaufen. Gut. Jetzt ist eine Erkundung, mach ich auch vorbei. Ja. Okay, Erfolge. Ja. Nebenaufgaben. Normale Team. Duftpilz. Belohnung. Ja, gut. Ja. Bei der Kunde vorbei. Gut, also. Okay. Und hier sind wahrscheinlich. Wir ziehen nochmal ein Pokémon. Ja, okay, hier sind dann die ganzen Aufgaben, die es gibt. Und Hauptaufgaben habe ich da auch schon was abgeschlossen. Nein, kann ich irgendwie runterscrollen. Ah, verstehe. Und hier sind auch ganz viele, die ich nicht weiß. Und das sind dann die Belohnungen. Dann kriege ich dann diese Gutscheine, zum Beispiel hier PS-Gutscheine. Muss sie sich zweimal holen, dann kriegt man welche. Oder Erkundungsbeginn. Die Insel erfolgreich abschließen. Okay. Gut. Dann machen wir noch eine Erkundung, oder? Was ist das? Kann ich nicht drauf klappen. Okay, dann. Taubsi. Ich wähle dich, Taubsi. Gut. Kann ich dem jetzt irgendwie sowas einsetzen? Ja, kann ich. Okay, die geben mir Geschwindigkeit. Warte, kann ich. Okay, ich guck mal bei Radfratz.
Sieht man auch irgendwie, was die für eine Geschwindigkeit haben? Kann ich Radfahrt überhaupt zum Ding geben? Ja. Und Evoli nochmal. Evoli, ich wähle dich. Komm, ich mache jetzt meinen super Evoli hier. Ist auch nicht. Ah, und ja, okay, dann sieht man auch was. Ja, man kann es wahrscheinlich auch wieder raus tun. Oder okay, dann gebe ich mal jetzt eben sowas. Was ist stärker? Nach K.O. Hä? Das ist ja besser als das. Gut, dann gebe ich das hier. Und dann gehen wir nochmal zu Radfratz und geben ihm auch eins. Und das sind dann die Angriffe. Okay. Gut, dann. Ja, machen wir noch eine Erkundung. Und dann war es das mit diesem Pokémon-Quest-Part. Und dann gibt es auch noch einen Boss. Okay. Oder wollen wir noch zwei Erkundungen machen? Ich glaube, ich mache nur eine Erkundung noch. Komm, Radfratz. Und hier. Gut, was ich bei denen einsetze, ist jetzt nicht die Frage. Außer bei Evoli. Weil Evoli sowieso das Einzige ist, dass es mehrere Attacken hat bei mir. Von daher. Komm. Haut's doch alle nieder. Danke. Mehr Pokémon gesichtet. Okay. Ich habe den ziemlich dumm eingesetzt. Dieses Vulkan. Die Vulkan vor allem. Wirbelsturm-Ding. Ja. Nun noch mehr Pokémon gesichtet. Und zack. Ja gut, den kriegen wir auch so down. Ui, du siehst cool aus. Komm. Ich habe euch komplett fertig. Oh, jetzt hat er mal gut Schaden gemacht. Das hat aber viel erleben. Okay. Haben schnell überstanden. Und dieses Ding heißt dann so viel wie Regeneration oder was? Gut, haben sie auch wieder. Bodycheck. Ja, sonst kriegt ihr auch so wieder down. Oh. Oh, ein Tauboga. Ein Tauboga. Tauboga. Komm, haut es nieder und dann Bodycheck und Energiefokus. Total verschwendet eingesetzt, weil ich drauf gucken sollte, wann was trifft. Oh. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er mich so weit weghaut. Das klingt so, als ob irgendwie so ein Tele. Als irgendwer gerade so anruft, dieses Geräusch. Stufe abgeschlossen. Und Evoli hat am meisten Schaden bekommen. Oh ja. An den Level hoch. Na gut, Evoli hat die meisten Leben, aber nur knapp die meisten Leben. Die meisten. Evoli ist. Ja, mein Evoli ist am stärksten. Na gut, ich habe dem Evoli auch solche Dinger gegeben, die es noch stärker machen, von daher. Das hätte ich vielleicht. Oh Gott, Staubsi geben sollen oder so. Komm, den. Oder? Ist jetzt ja alles gut gelaufen. Je weiter man es in Ritterin so vordringen, desto stärker werden die wilden Pokémon. Wir sollten bei unseren Erkundungen weitere Pilzsteine sammeln und uns mit mehr Pokémon anfreunden. Wenn du das meinst. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch noch den Boss. Wieso auch nicht? Hauptaufgabe Ende. Boom. Fertig. Nein. Boom. Auch fertig. Nebenaufgaben. Aprikoko. Und PS-Gutscheine. Und zurück. Und Pokémon wieder aufleveln. Evoli. Warte, dieses Ding. Kann ich irgendeinem noch sowas geben? Nee, gell? Die können alle nur einen Herzcontainer oder was es ist haben. Würde ich sagen, gebe ich. Warte, Taubs hat 65er. Gebe ich Evoli doch. Evoli mache ich zu meinem OP-Ding. So. Und Radfratz bekommt dann das 65er noch. Oh nee, das hat Geschwindigkeit plus 15. Ah gut, ist auch nicht schlecht.
Ach so, also die silbernen haben immer noch Fähigkeiten. Das klingt interessant. Kann ich das jetzt nicht einfach noch Taubsi geben? KP nach K.O.-Erholung. Das ist gut. Ich gebe das jetzt. Soll ich das? Warte. Taubsi? Ich gebe jetzt Taubsi einfach noch dieses Ding da. Keine Ahnung, es sieht special aus. Aber was special aussieht, ist auch sicherlich gut, oder? Oh Gott. Okay, dann würde ich sagen. Was ist das? Das ist mein Kochding. Oh, egal. Okay. Haben wir noch den Boss weg und ja. Dann war es mit diesem Test. Oder mit diesem Part. Keine Ahnung, wie man es auch immer nennen will. Radfratz ist auf jeden Fall das schnellste. Radfratz. Die kriegen wir ja locker fertig. Energiestoß. 475. Der Effekt. Okay, also nach dem Schaden bekommen wir das irgendwie übelst okay. Und ich hätte vielleicht das nächste Mal nicht so schnell machen dürfen. Ich muss die Attacken auch sinnvoll einsetzen. Hier, mein Taubsi verzweifelt gerade irgendwie. Gegen 500 Gegner. Wenn ich hier... Komm, Taubsi. Schaffst du? Komm, die schaffen wir schon alle. Ja, kein Problem. Taubsi ist ja standhaft. Kämpft ja gegen vier Gegner gleichzeitig. Gut, komm. Boom. Okay. Und Energie noch was. Bodycheck und den Stoß aufs richtige. Ja, gut. Oh, hätte ich vielleicht noch einen Angriff machen sollen. Komm, Nutz weg. Und Taubsi. Ich mag Taubsi am meisten. Alter, lauf halt nicht immer weg. Du hast echt Probleme. Oh. Und du kannst echt gut Gegner wegnapsen. Das war unnötig. Ja, mein Evoli kann echt gut Gegner wegnapsen. Radikal, stimmt. Oh. Ja, von wegen umzingelt hier. Ey, ihr sollt überleben, habe ich gesagt. Hallo? Und vielleicht soll ich auch mehr an die Gegner ran. Der Windstoß trifft ja immer. Bodycheck. Als nächstes kann ich den... Ja, hier wieder. Das Gute ist, den Windstoß kann man ja auch von weit weg ausführen. Und mein Taubsi geht auch immer weit weg. Stufe abgeschlossen. Okay, anfangs diese Boss. So, dann... Levelt ein bisschen hoch. Ja, Solidaritätsstein, positiver Effekt. Oh Gott. Ein Attackenstein ist ein besonderes Item, mit dem du Attacken optimieren kannst. In eine Fassung, die an deine Attacke gebunden ist, kannst du einen Attackenstein in eine Farbe einsetzen, die in der Fassung angezeigt werden. Alles klar. Für dein Team plus 25%. Okay. Dann. Du hast die Statue des Gedeihens gefunden. Glückwunsch, aber jetzt erhalten alle Pokémon bis Level 5 Erfahrungspunkte durch Erkundungen. Wir konnten das Pokémon vertreiben, das sie anscheinend das Sagen hatte. Es hat etwas hinterlassen, was aussieht wie ein Pokémon-Statue. Was ist das? Das ist eines der Monumente dieser Insel, die Statue des Gedeihens. Die Statue wurde in der Form von Radfratz gemeißelt. Sie drückt wohl den Wunsch aus, genau wie Radfratz zu Gedeihen, dieses reiche Nachkommen sind, ist, keine Ahnung. Erkundung dieser Umgebung scheint abgeschlossen zu sein. Suche nach neuen Gebieten wird gestartet. Währenddessen werden Informationen zur Statue abgerufen. Nachforschungen zur Statue erfolgreich. Es scheint, dass sie an einem Ort geweiht wurde, der Legendenreich genannt wird. Echt? Und Pokéball. Das sieht schon mal viel cooler aus, als das, wo wir gerade eben waren. Oh Gott. Okay, 1100. Welt 2 und Welt 3. Rubrik abgeschlossen, Route zu neuen Gebieten entdeckt. Interessant. Dann lass mich mal meine Erfolge abholen. Und halbe Stunden Part.
Gott. Wieso auch nicht? Dann würde ich sagen, gehen wir noch zu meiner Basis. Und ja. Etwa alle 20 Stunden besuchen dich Pokémon deiner Basis, die sich mit dir anfreunden wollen. Auch seltene Pokémon, die du auf Erkundung getroffen hast, schauen ab und zu mal vorbei. Wie jetzt zum Beispiel. Zutat viele Pilze und ein paar rote Zutaten. Live-Speise von Feuer-Pokémon. Oh, Feuer-Pokémon. Ist es nicht dieses Ponyvieh, was ich von gekämpft habe? Nee, das ist cool. Fukano Level 13. KP 95, Angriff 142, Level 13. Alles klar. Du hast auch irgendwelche Probleme, oder? Ich soll auch nicht Level 13 sein. Ja, langweilig. Dann koche ich hier wieder was. Welche Pokémon-Arten vom Kochen angelockt werden, hängt vom fertigen Gericht ab. Es gibt verschiedene Gerichte, die durch die beiden Kombinationen entstehen. Du kannst auf Top-Top-Menü nachsehen, welchen Pokémon er bestimmt bekommt. Ja. Ich würde die ganz speziellen Pokémon eine Vorliebe haben. Warte. Okay. Kann ich auch nicht einfach hier draufklicken, wird das gemacht. Du kannst beliebige Zutaten. Ich koche jetzt einfach. Ich nehme einen Duftpilz. Eine Aprikoko einfach, weil die cool ist. Ne, drei Aprikokos. Und dann noch eine Morbeere. Oder? Ja, ist doch sicherlich eine gute Idee. Ja, ich möchte anfangen zu kochen. Okay, 0 von 4. So, und jetzt kann ich wahrscheinlich hier bei meinem Team auswählen, wer in meinem Team sein soll. Und nachdem wir das gemacht haben, hört dann noch wirklich auf. Also, du bist krass, gell? Fäcker 2 Nahkämpfer. Radfratz. Warte, ich habe 845. Jetzt habe ich 883. Wieso ist Radfratz stärker? Wieso ist es Level 13 und schwächer als ein. Ah, ich weiß, glaube ich, wieso. Einfach aus. Warte. Aus dem Grund, dass ich diese komischen Amulette dahin gegeben habe. Oder? Oh Gott, was ist das jetzt schon wieder? Für 27 Attacken, Regenerationszeit minus 5. Warte, das heißt, ich könnte jetzt meinem Fukano hier. Gebe ich jetzt dieses Ding. Das hier. Und. Schon ist das Fukano stärker. Okay. Und kann man das auch irgendwo einsetzen? Wahrscheinlich hier oben, oder? Kann ich das ja einfach einsetzen, oder was? Was ist, wenn ich beide demselben gebe? Ja, jetzt kann ich nicht kommen, könnt ihr nicht. Ach, da sieht man immer die Farben, die mit kompatibel sind. Aha. Okay. Einfach um irgendwas gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat dieses 33-Minuten-Video jetzt mittlerweile gefallen. 910 Power auf jeden Fall stärker. Und, ja, bei Evo, die war noch irgendwas. Aber das machen wir dann eventuell im nächsten Part, falls es einen nächsten Part gibt. Ja, falls euch Spaß gemacht hat, mir hat Spaß gemacht, kann ich auch hier irgendwo speichern oder wird es automatisch gespeichert? Ja, gibt es ja sehr viele in den Optionen. Oh Gott. Okay, dann, hallo, zack. Ja, würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Part.